Servus alle zusammen, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich mit dem Yogi durch die Gewässer hier. Ein schwerer Schlachtkreuzer, also als Schlachtschiff eingestuft. Rang 4, 1910 in Dienst gestellt. Ich habe drei Zwillingstürme, A356 mm. Viermal Einsraumrohre, A76 mm als Sekundärbewaffnung und als zweite Sekundärbewaffnung. Wäre schon, ja. 20 Sekunden, muss ja. 16 Einser, 152 mm. Maximale Feuerreichweite 15,3 km. Und er ist relativ schnell im Vergleich zum Beispiel zu anderen Schlachtschiffen in dem Bereich. 24,4 Knoten. Das sieht eigentlich richtig geil aus, das Ding. Aber ich hatte gleich am Anfang meine Probleme damit, weil ich mir dachte, scheiße, das dauert ja 50 Jahre, bis man dieses verkackte... bisschen verkackten Tourette, also die Türme gedreht sind. Und das sieht man auch hier, das dauert wirklich unheimlich lange. Und als nächstes kommt noch dazu, es hat unheimlich lange gedauert beim Nachladen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es damit zusammenhing, dass mein Kapitän, weil ich habe den Kapitän vom Schiff davor genommen, weil ich den schon so lange habe und auch der dementsprechend schon viele Fertigkeiten erlernt hat. Und da habe ich natürlich nicht die Goldeinweisung genommen, sondern die für Silber, ne? Also für Ingame-Kohle hier, die man so dazu bekommt. Jetzt weiß ich nicht, ob es damit was zu tun hat. Es hat jedenfalls wirklich ewig gedauert. Also wirklich abartig, ne? Und war nicht so erbaut von dem Gefährt hier. So, ich habe Katapultflugzeug auch noch dabei. Also Katapultjäger. Wurde schon entdeckt. Gut, gut, gut. Ich habe jetzt erst noch ein paar Sachen modifiziert. Oh, chill, Bro. Alles klar, wir haben es geschafft. Ich hoffe mal jetzt, weil ich hatte, als ich angefangen habe, wie gesagt, noch keine Munition, keine Modifikation gehabt. Und da tauchen schon die ersten Gegneranschussreichweite auf. Keine Modifikation gehabt und ja, mein Kapitän war halt, wie gesagt, auch noch in Ausbildung, also oder in Umschulung, besser gesagt. Ich will mal einmal feuern und gucken. Das ist sehr, sehr schnell. So, man sieht, es dauert wirklich, wirklich lange. Der kommt noch davon, oder? Bis hier nachgeladen ist. Man muss also wirklich darauf achten, wo und wie man seine Schüsse einsetzt, sein Geschütz, auf wen man feuert und wie weit die entfernt sind. Ich würde eher vorschlagen, nicht aus zu weiter Entfernung zu schießen. Es sei denn, das ist ein unbewegliches Ziel, weil vielleicht gerade gegen eine Insel gefahren ist und irgendwie auf Grund gelaufen ist oder dergleichen. Ansonsten würde ich mir das sparen. Ich versuche jetzt wie der Typ da rumzufahren. Von der anderen Seite anzugreifen. Kuma. Scheiße, ich habe die Kuma noch nicht gehabt, also weiß ich nicht, welche Reichweite sie hat. Und ich will natürlich auch nicht auf die Insel auflaufen hier. Also ein bisschen drehen. Die andere sich überhaupt nicht. Und das war vielleicht auch ganz clever so. Denn diesen Torpedos hätte ich nicht ausweichen können. Okay, ich sehe, einer hat ein Flugzeug draußen. Ich nehme es einfach auch mal raus. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Mal schauen, ob ich aus dieser Entfernung treffen würde. Ich feuer einfach mal eine Salve, die wo auch immer hinging. Also sie ist auf jeden Fall nicht gegen die gegenüberliegende Insel da geknallt, weil da war ich erst noch gar nicht und die andere. Da sie ja in Bogen fliegen, wer hätte drüber hinwegfliegen müssen eigentlich. Okay, ich sehe, sie lädt schon ein bisschen schneller nach. Also sie als Miyogi, die man raus soll, Frauenname sein. Als zuvor, das war wirklich bestialisch. Aber habe ich auch nichts von, denn ich schieße nichts weg. Ich muss mal Treffer machen. Das ist eigentlich auch relativ gut gefüllt, da könnte man sich irgendwo dazwischen mogeln.
Wird wahrscheinlich nichts treffen, aber ich mache mich gerne mal bemerkbar. Wie sieht Torpedos? Einige Torpedos rausflattern da. Ich wurde auch entdeckt. Blöd, komme ich da durch? Ich denke schon. Ich bin ja schmaler. Schmaler zum Beispiel als die South Carolina oder so. Er dreht ab. Er kommt aber schnell zurück. Also bei den Kreuzern, bei der Nürnberg ist das Ding länger und in der Luft. Obwohl ich jetzt noch... Nee, ich fahr vielleicht doch nicht rein, weil ich hier noch immerhin besser davon kommen kann. Gegenüber ist nur die Tenryu. Oh ja, ich sehe, da ist noch Zerstörer mit... Also alles, wirklich alles mit bei. Was man sich so wünschen kann. Scheint mich gerade nicht auf dem Kicker zu haben. Oh, Scheiße, da kommt doch wieder raus. Herrn Hupe vielleicht mal treffen irgendwie. Das wäre auch was Feines. Okay, das war die komplette Salve jetzt. Es könnte funktionieren. Ja, es funktioniert. Aber wie sieht's neben mir aus? Ständig alles beobachten. So sieht's echt aus. Das Blöde ist, ich will mich jetzt eigentlich nicht auf eine andere Seite drehen. Aber ich werd's wohl müssen. Okay, der muss auf jeden Fall ausweichen, sonst habe ich ein Problem. Vor allem jetzt wird's blöd, weil ich habe nachgeladen. Und ich kann einfach verfickt nochmal nicht schießen. Er hat mich mitbekommen und knapp in den Hauptraum raus. Alles klar. Eigentlich ist es schon dreist. Der sitzt da wie Graf Koks. Problem gelöst. Ja, egal. Nichts getroffen. Ich hoffe, wir wurden jetzt keine Torpedos aufgepinkt. Ich muss irgendwie da wieder reinfahren. Und ich will hier noch mithelfen. Dann holen wir uns die anderen. So ist mein Plan jedenfalls. So lang, sofern ich denn überhaupt durchhalte. Ein bisschen TP auffrischen hier. Oh, er kommt nach. Oh, shit. Er ist schon weg. Walk. Aber er hat all seine Torps noch rausgeknallt, gehe ich mal von aus. Ne, frisch an mir vorbeigezogen. Gut. Das ignoriere ich jetzt erstmal. Ich weiß ja, von wo es kommt. Und da ist es jetzt keine Überraschung. Schön Vierer rein in die Fresse da. Gut, er ist im Brand. Und im Brand ist immer gut. Also sie verfolgen mich, ganz klar. Wow. Schon wieder verloren, bevor ich... Ich war der Letzte. Ich war der Letzte. Scheiße. Tatsächlich sind die bekloppt da Teamkill mit bei. Wie haben die sich zerfetzen lassen so schnell? Ich war so mit meinem Kram beschäftigt, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Guckt euch das mal an, das ist doch nicht normal. Mich hätten sie auch zerlegt, bin ich mir ziemlich sicher, aber ja. Ich gehe davon aus, ich hätte wahrscheinlich den Kreuzer und den anderen Kreuzer noch mitnehmen können. Nur das Schlachtschiff hätte ich nicht mehr geschafft. Aber was ist das denn? Wahnsinn!
Das war wie mit dem Video bei der South Carolina. Aber ich auch zwei Runden habe ich aufgenommen und beide Male nichts versenkt. Und irgendwann war einfach die Matches vorbei. Nur hatten wir da gewonnen. Alles klar. Okay, gut. Das ist lächerlich. Gut, mache ich noch eine Runde. Ist klar. Ne? Bis gleich. So, in der Runde davor habe ich ja eigentlich nur gequatscht und versucht am Leben zu bleiben und habe nur drei Treffer erlangt. Auch wenn jeder Treffer irgendwie kritisch war, also Brand verursacht hat oder dergleichen. Oder Ausfälle. Und jetzt muss ich auch mal zusehen, dass ich hier auch mal wirklich was abschieße. Ich meine, die Runde von eben, ich denke da immer noch irgendwie so ein bisschen drüber nach, dachte ich, ich war echt der Letzte. Innerhalb von 10 Minuten alle unsere Schiffe aufgeraucht und ich bin da als Letzter unterwegs. Wahnsinn. Wirklich, das ist echt schräg. So, aber das Coole ist, hier sind Flugzeugträger mit Bolzen, das ist einer auf jeder Seite. Das heißt, es gibt gegnerische Flugzeuge zum Abschießen. Ich glaube, keiner weiß hier, wo er eigentlich hin will. Und die stehen hier alle einfach rum. Entweder haben sie noch den Ladebildschirm vor Augen. Oder sie haben gar keinen Bock, sich zu bewegen. Ich glaube, ich werde hinten hier erstmal einen Kreis ziehen bei voller Fahrt. Ich muss mein Flugzeug natürlich ein bisschen... Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Alles klar. Auch eine Miyogi. Wir wissen, was passieren wird. Vielleicht wird mir die erste Salve entgegenfliegen. Ja, dachte ich mir schon. Glück gehabt, Glück gehabt. Also muss ich erstmal weg hier. Aufpassen, dass ich hier keinen Kollegen raume. Weiter damit beschäftigt, um mich zu schießen hier. Einmal knall ich auch noch auf die Miyogi. So, das heißt, ich muss mich eigentlich irgendwie in diesem Seitenbereich hier halten. Ich habe keinen Bock, dass hier ständig nachjustiert wird. Der ist sehr schnell. Aber ich kann es probieren. Oma, aha, ist interessant. Da kann man mal sehen, was der so alles ausfeuern kann. Da sieht man es. Die sind zu weit auseinander, sodass ich einfach ein Schiff in dieser Art und Weise nicht treffen kann. Die verzwiebelt sich gerade. Er ist auch aus der Reichweite. Oder ist ein anderer aufgetaucht. Cruiser Capri. Ich glaube, hier hinten mit so wenig Leuten. Ich muss vergessen, aber ich meine, wir sind zu viert. Klar, wir könnten was reißen. Ich will ehrlich gesagt auch nicht aufgeben. Ich will jetzt nicht einfach abhauen hier. Warum feuer ich? Ist doch total bescheuert. Also, wir stapfen mal meinen Jäger hier. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ich meine, man könnte sagen, das sind ja nur drei Kreuzer. Vier Kreuzer und ein Schlachtschiff. Könnte man alles bewältigen. Nicht in die Torpedos. So, also die also wenn gefeuert wird, dann klingt das schon ziemlich geil. Muss man sagen. Der guckt jetzt hin, was er da macht. Aber im Moment sieht es halt scheiße aus, weil ich habe noch keinen einzigen Treffer erlangt hier. Achtung, wende Zielposition. Okay, wir haben den Carrier gesehen. Bringt uns aber nicht viel, kommt ja keiner hin dort. Einer von uns ist auch schon komplett raus. Und ich denke, wir werden diese Runde verlieren, dann. Weiß ich nicht. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Schon der
heute weg hier. Das Startschiff sehe ich auch nicht mehr. Das muss ganz hinten sein. Ich frag mal, ich bitte mal um Feuerunterstützung hier. Könnte vielleicht doch ein bisschen Glück bedeuten. Der ist echt gegen die Insel gefahren. Das muss man ausnutzen. Tenryu kommt näher. Scheiße. Ist. Denn ich will meine Geschwindigkeit jetzt nicht reduzieren, das, das wäre blöd für mich. Krieg den ersten Schaden ab, ja, warum nicht? Tenryu dreht wieder ab, offensichtlich, oder ich drehe ab. Feueralarm! Jetzt sind sie alle hier, jeder Spanne spast, die mich jetzt hier bedienen. Und ich drehe wieder. Einen einzigen Treffer. Aber mit dem Treffer habe ich doch schon einige Ausfälle verursacht. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Man muss dazu sehen, dass man viel am Leben... Also man muss doch schon... Wenn man so, ich sag mal... Das ist das, was mir bisher aufgefallen ist. Wenn man wirklich so aggressiv unterwegs ist und sich nicht die ganze Zeit irgendwo hinter einer so einer verkackten Insel versteckt wie ein Spaddy, dann muss man doch schon... Ganz schön was leisten, ganz schön paddeln. Ich hätte gerne die Miyugi, gebe ich zu. Ein Hit und das wär's, aber irgendwie habe ich sie getroffen, obwohl ich sie nicht getroffen habe. Sie sollte abbrennen. Er hat den Brand gelöscht, er hat echt den Brand gelöscht. Mit 15 TP guckt er hier rum, guckt er hier rum. Und wird mir entfernt, weggeklaut. KS't! So, jetzt, der muss als nächstes dran glauben, der geht mir richtig auf die Zwiebel. Das sind immer die, die sich freuen, dass sie, 5000 Salven in der Sekunde abschießen können, so in der Art, ne? Und ich glaube, ich werde hier auch rausgenommen. Brand ist gelöscht. Ich brauche eine richtig gute Salve hier. Feueralarm! Jetzt dreht er ab, die feige Putze. Gar nichts getroffen, Arschloch. Mein Gott, wie oft soll ich diese verkackte Taste hämmern? Das war's gewesen. So sieht's aus. Das war wahrscheinlich Karma. Also, wie gesagt, mit dem Miyugi kann ich überhaupt nicht viel anfangen. Das dauert also 5000 Jahre und... Nee, echt nicht mein Ding. Aber ich bin froh, dass sie jetzt schon Elite-Status erreicht hat, weil ich werde das Ding verkaufen. Wirklich sehr, sehr langsam. Es hilft, ist überhaupt nicht hilfreich. Ich bin schon an das Schlachtschiff gefahren, aber bei keinem hat sich bisher das so langsam gedreht wie hier. Ja. Diese verdammten Türme. Die sind lebenswichtig, aber... Man braucht teilweise 30 Sekunden, bis die verkackt nochmal gedreht sind. Das killt einen. Und man kann ja nicht ein und dieselbe Richtung die ganze Zeit fahren. Ja, so sieht's aus. Mein Fazit, scheiß Schiff. Ey, für mich ist es scheiße. Das ist echt so ein Schiff, wo man die ganze Zeit so weit wie möglich entfernt einfach rumgammelt und hofft, dass nie einer vorbeikommt. Aber gut, wurde ja auch nur ein einziges Mal gebaut, nicht ohne Grund. Ne? Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bin leicht frustriert, gebe ich zu. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Hinterlasst auch ein Abo. Und ja, vielen Dank dann. Haut rein. Ciao, ciao.